0RF ist vielleicht einigen von euch schon ein Begriff, wurde 1999 gegründet. Die Idee dahinter war, eine sozusagen Seite zu machen, die die User, die größte Tagesseite Österreichs, also nicht der Standard, nicht News, sondern ORF, sozusagen als Fehlermeldung absurdum führt. Die Seite gibt es immer noch, also es gibt jetzt viele Sachen nicht mehr online von damals. Wir versuchen das jetzt eh wieder Schritt für Schritt online zu stellen. Aber es hat uns jetzt auch gefreut, da bei dem Songs-Ding, dass das wieder ein bisschen aufgeflammt jetzt ist oder wieder auf einmal ein Thema ist, oder sich die Leute da immer noch daran erinnern, weil es waren schon einige Leute auch daran beteiligt. Also es gab eine Kerngruppe, das waren im Prinzip 4 Personen. Gemacht wurde dies, indem man die Mittel der Homographie anwendete. Homographie ist so ein Ding, was im Internet sehr gut funktioniert. Nämlich, Sie kennen sicher alle FBO.at oder Google mit 4O und 5O und so weiter. Und wir haben es damals, also in einem Gedankenblitz ist es uns eingeschossen, dass Monika Lindner, die Führerin von Nullsterreich, den Sender 0RF braucht. Das Praktische daran ist, die 0 liegt direkt über dem O und bei einem Buchstaben vertun sich die Leute sehr schnell. Wir haben relativ viele Mails bekommen von Kindern, die das Tom Turbo-Rätsel gelöst haben und uns das geschickt haben, oder im Prinzip so Sachen wie Haustechniker kann morgen nicht kommen und Gasleitung, Problem und irgendwelche Sachen. Also es gibt über, ich glaube, 980 Falschmails, sowas in die Richtung haben wir bekommen. Wir wurden verklagt, 2 Wochen nachdem wir die Urlaub